Die folgenden Bilder zeigen, wie das menschliche Auge getäuscht werden kann. Sind das wirklich Illusionen? Oh, Entschuldigung. Drei Kerzen auf einem zweiarmigen Leuchter. Geht das? Aus drei runden Säulen entstehen zwei viereckige Säulen. Wer hat das gedacht? In einem Zimmer versuche ich zwei Menschen, sich einander zu überzeugen. Beide haben recht, aber ihre Perspektive stimmt nicht. Die Frau sieht man von unten nur, wie sie im Zimmer steht. Der Mann sieht man von oben ab. Die nächste Täuschung beruht auf Licht und Schatten. Zuoberst liegt ein Rind unter dem Strauch. Im nächsten Bild ist ein Nomad dazugekommen, der im Rind einen Wassersack hineinlegt. Zuletzt ist aus dem Rind und Nomad ein ausdrucksvolles Gesicht von einem Gelehrten entstanden. Also eines meiner Schlüsselerlebnisse war ungefähr vor 40, 45 Jahren, als ich im Tiergarten in Bern ein Chamäleon zuschaute, das im Vivarium war, und da sah ich, wie das mit einem Auge nach vorne schaute und mit dem anderen Auge ein anderes Insekt nach hinten beobachtete. Und das hat sich wahrscheinlich überlegt, welches Insekt jetzt wohl das bessere wäre zum Packen. Und ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt auch so schauen könnten, wie würde das auf uns wirken? Der Don Quixote mit seinem Diener auf dem Ross. In diesem Bild kann man die traurige Gestalt Don Quixote aus dem Roman von Cervantes sehen. Eine junge Frau mit einem Krug auf dem Kopf hört am Brunnen den Gitarrenklang von einem Mexikaner. Eigentlich ist es nur ein Bild, wo zwei alte Leute sich an ihre jungen Jahre erinnern. Ein Luftschloss ist eine Fantasie, eine Vorstellung, die nie in Erfüllung geht. Die Geschichte der Jungfern. In ihrer Jugend hat Pedro eher die schönsten Lieder gesungen. Da ist Pedro plötzlich für immer verschwunden. Die Enttäuschung der Jungfern war so gross, dass man das heute noch auf ihrem Gesicht sieht. Eine junge Frau vor dem Spiegel, wie sie die Haare aufsteckt. So habe ich früher ausgesehen, denkt das Mütterli. So schnell gehen die Jahre vorbei.
Auf den ersten Blick sieht man ein Liebespaar. Aber wenn man näher schaut, sind es springende Delfine. Darum heisst das Bild auch Liebesbotschaft der Delfine. Rechts wird der Legionär sichtbar und verwandelt sich langsam in eine Frau. Können Sie in diesem Bild das Geheimnis zwischen den Herbstblättern entdecken? Noch ein Stück, bisschen zurück. Ja, bisschen zurück, ja. Noch ein Stück, stopp, das war zu weit. Bisschen zurück wieder. Bitte gegen den Uhrzeigersinn. Wie gelingt es unseren Augen, die Welt da draußen mit Sinn und Zusammenhang zu versehen? Die optischen Täuschungen zeigen uns, wo die Regeln der Wahrnehmung nicht mehr funktionieren. Der Boyschi-Stuhl ist eine klassische optische Täuschung. Nur von einem bestimmten Platz nehmen wir den Stuhl als Stuhl wahr. Nur von diesem Platz sehen wir einen Zwerg und einen Riesen. Verlassen wir die Position, dann löst sich der Spuk auf und wir erkennen den Trick. Mit grosser Muskelkraft hat früher der Mensch die Arbeit verrichten müssen. So wie der Mann, der ein schweres Baumwollpack auf dem Kopf trägt. Darum denkt er darüber nach, wie man die schwere Arbeit kann mit Hilfe der Technik leichter machen kann. Der Einstein hat schon noch Freude gehabt, wenn er sich im Spiegel so gesehen hat. Am Hutladen hängen die grossen Reklamentafeln. Vor dem Spiegel sitzt eine Dame, Hüte anzuprobieren. Sicher haben sie schon den Patron gesehen, der mit einem freundlichen Gesichtsausdruck auf ein gutes Geschäft hofft. Das nächste Bild erklärt uns am besten der Künstler Sandro Del Preti gerade selber. Bei diesem Bild glaubt man etwas zu sehen, das nicht ist. Diese Dame scheint etwas leicht bekleidet zu sein, sie hat aber einen Rock an. Man sieht auch hier in der Spiegelung, in der Scheibe, dass sie einen Rock trägt. Sie hängt nur ein Badetuch auf und auf diesem gibt es 5 Delfine, die da eingehoben sind und etwas Seegras, das ist alles. Ein Bild von einem typischen Tessiner Dorf. Unter dem Torbogen wischt ein Strassenwischer. Durch die Gasse kommt eine Tessinerin mit der Gerla, der Korb, wo sie auf dem Rücken trägt. Der Kopf könnte der Schullehrer oder der Bürgermeister der Gemeinde sein. Viele Sagen und Geschichten erzählen von Geistern und Dämonen. Das ist der Berggeist.
Königin der Gänse. Diese Dame besteht nur aus lauter Vögeln, das heißt Wasservögeln. Es sind Gänse. Wenn wir hier eine kleine Ente haben und hier ein Schwan. Selbst die Hände scheinen noch schnappende Gänse zu sein. Suchen und schauen ist angesagt. Wo ist der Frühling in Frauengestalt, wo die Blumen pflanzt? Werbung auf der Plakatwand fürs Theaterstück. Aber was passiert hinter dieser Wand? Von indiskreten Blick ist das Mädchen auch nicht geschützt, wenn man die Nasspfütze am Boden sieht. Das ist das Küchenfenster der Nachbarin. Das Fenster ist offen und der Vorhang halb zu. Die Katze schaut auf die Strasse. Ein Weinglas dazulegen und alles sieht schon anders aus. Mit Wasser kann man die Wüste in einen Garten Eden verwandeln. Dem Gesicht, das der Schöpfergeist darstellt, darf man sicher noch ein bisschen Farbe geben.